Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Vanishing of Ethan Carter. Ich frage mich gerade, wo ich lang muss. Ich stehe auf einmal hier mitten im Wald, irgendwo im Nirgendwo. Und gehe jetzt einfach wieder den Berg nach oben, von wo ich auch gekommen bin. Ach ja, hier ist das mit dem Grab. Oh! Grabschänder! Untersuchen! Flügel, Krähenfuß, Nerokreuz, Hexenfuß, CMD-Symbol. Ich kenne mich da absolut nicht aus. Ein Siegel. Okay, wir haben ein Siegel gefunden. Okay, wir ziehen an einem Hebel und untersuchen einen Griff. Eine Krähe. Eine Krähe neben einem Grab. Okay, wir suchen. Ja, wir suchen. Lass mich. Mörtel, Kelle, Ziegelhaufen. Arbeit. Fallen lassen. Unterbrochen. Schubkarre. Okay. Zeichen eines Kampfes. Verschiedene Fußabdrücke, keine Blutspuren. Oh, Moment. Ich muss niesen. Oder auch doch nicht. Okay, gut. Da, eine Krähe. Die nehmen wir mit. Ui, das wird richtig spannend jetzt. So, Krähe, fixieren. Und ziehen. Und jetzt geht's los. Untersuchen. Todesursache? Rückenwunde? Ein Angreifer? Berühren. Wir berühren. Okay, gut. Da passiert noch nicht viel. Ein Pinsel, ein Eimer, ein Krähenkadaver. Blut als Farbe, Ritual, Krähen getötet, aufgeschnitten, Messer, Dolch, Rasierer? Fragezeichen. Oh, den Dolch fixieren? Untersuchen. Verbrannte Streichhölzer, Ölkanne. Verschüttetes Öl, runder Freck. Runder Freck. Fleck, Öllampe. Öllampe. Eine zerbrochene Öllampe. Zwischen Holz. Zwischen Holz. Soll ich jetzt rollen? Wie soll ich denn jetzt hier was finden? Holz. Das ist eine Aussage. Ja, hier dann wohl nicht. Zwischen Holz. Kaputt gemachtem Holz.
Komme mir vor wie so ein Hund, der auf dem Fußboden rumschnüffelt. Hier komme ich doch nirgendwo rein. Wo soll denn jetzt hier was sein? Sag mal, sieht hier irgendjemand Holz? Da oben anscheinend irgendwo. Aber wo? Was soll denn das sein? Das sieht doch aus wie eine Treppe. Ich muss doch aber auch nicht in das Haus zurück, oder? Ich latsche jetzt nicht den ganzen Waldweg nochmal lang. Das muss doch hier irgendwo sein. Ich komme hier auch nicht rein. Oh. Oh. Die hat ja jetzt so süß gequietscht. Hier lag doch aber auch keine Ölkanne, oder? Oh, hört doch mal auf, so zu ruckeln hier. Meine Fresse. Also ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, was hier passiert sein soll. Hier komme ich nicht runter. Oh.
So, wir gucken jetzt mal. An irgendeiner Treppe soll hier eine. Was? An der Tag, an dem das Foto gemacht wurde. Onkel Chad war gemein, Papa war traurig, Mama war wütend, Travis war laut und Opa war ruhig. What did you do? What did you wake up? Nothing. I found a room. I walked into my. You can feel it, right? You need to talk to your son. He was poking around in the old Vandergriff house again. Said he found some secret room. Wo finde ich die Öllampe, Leute? You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. Getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen ratlos, weil ich nicht weiß, wo ich die Öllampe jetzt hier finden soll. Die kann doch nur hier an irgendeiner Treppe sein. Ich verstehe es nicht. Ich gehe jetzt mal hier unten lang. I've stepped through too many portals, been present in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. Okay, aber wo führt es mich jetzt hin, wenn ich jetzt den Weg halt unten lang gehe?
Oh, oh, oh. Aha, okay, hier ist zu. Ich habe ganz kurz gedacht, es wäre ein Eingang. Surprised by how little they know. The dead can't. Ja, aber wo geht's denn jetzt hier hin? Ich verstehe es einfach nicht. They walk downstairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Okay, jetzt bin ich wieder bei der Kirche. Ich weiß aber trotzdem nicht, wo ich die Öllampe herkrieg. Oh. Öllampe. Wo ich gerade an The Wizard von Oz denken. Ach ja, Ölkanne, genau. So, wo ist jetzt hier die Öllampe? Ja, ich weiß aber nicht, wo die sein soll. Ja, kannst du mir jetzt 100.000 Mal zeigen, dass es hier zwischen Holz und auf einem Boden liegt? Eine zerbrochene Öllampe? Ja. Und wo? Ich raff's einfach nicht. In der Kirche ist es so dunkel, ich habe den ganzen Boden abgeschnuppert. Ich habe nichts gefunden. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich mache erstmal eine Aufnahmepause. Vielleicht gucke ich auch mal ganz kurz nach, wo ich das finden soll. Ich weiß nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank und tschüssi, eure Amaya.